Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. In dem heutigen Video sind wir in der Integralrechnung unterwegs. Und es geht um das sogenannte bestimmte Integral. Das heißt, ein Integral, bei dem die Grenzen gegeben sind. Wir werden jetzt hier erst einmal ein relativ einfaches Beispiel uns anschauen. Und danach siehst du jetzt schon beim zweiten Beispiel, geht es hier ein bisschen schwerer weiter, da wir jetzt hier zum Beispiel einen Bruch mit einer Variable im Nenner, das heißt unterhalb des Bruchstriches, gegeben haben. Ja, und wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Lösung dieser beiden Aufgaben genauer an. So, erstes Integral. Hier an der Seite, da habe ich dir schon mal den Ablauf grob allgemein hingeschrieben. Hier an der Seite, da habe ich den Ablauf hingeschrieben, den man eigentlich so auf jedes bestimmte Integral anwendet. Wie du siehst, sind das eigentlich nur zwei, drei Schritte, die aber unterschiedlich schwer sein können, je nachdem, welche Ausgangsfunktion man gegeben hat. So, erster Schritt, wir haben eine kleine Ausgangsfunktion gegeben und du siehst jetzt hier schon den großen Buchstaben f. Das wiederum bedeutet, wir müssen die Stammfunktion bilden. Und das ist dann häufig auch schon der Schwierigkeitsgrad, je nachdem, welcher Funktionstyp gegeben ist, kann das natürlich variieren, ob man einfach nur die elementaren Integralregeln oder Aufleitungsregeln braucht, wie jetzt hier, ob man die Funktion vorher ein bisschen umschreiben muss oder ob man sogar in die Substitutionsmethode oder in die partielle Integration oder in die Partialbruchzerlegung und so weiter gehen muss. Das hier ist der Unterschied zwischen einfachen Beispielen, und das ist jetzt hier ein einfaches Beispiel, und den etwas schwereren Beispielen. So, aber machen wir erstmal das einfache Beispiel. Erster Schritt ist im Endeffekt, wie gesagt, die Stammfunktion zu bilden. Hier persönlich, also ich persönlich markiere das immer gerne mit eckigen Klammern und schreibe dann hinter dieser eckigen Klammer schon mal die Grenzen dran. Also die 1 und die minus 1. Jetzt ist es so, jetzt analysierst du erst einmal deine Ausgangsfunktion und betrachtest alles, was durch ein Plus oder durch ein Minus getrennt ist, einzeln. In dem Beispiel würdest du also drei Pakete daraus machen. Erstes Paket, zweites Paket und drittes Paket. Der erste Fokus hier liegt also nur auf 3x². Jetzt geht's los. Stammfunktion von 3x². Relativ einfach, da es eine ganz einfache Potenzfunktion ist. Hier einfach das x notieren. Also deine Variable, wenn deine Variable natürlich anders heißt, dann zum Beispiel t oder so, dann rechnest du erst einmal im Exponenten, das heißt in der Hochzahl plus 1. 2 plus 1 ist 3 und diese 3, die notierst du als neue Hochzahl. Danach schreibst du davor einen Bruchstrich und schreibst die aktuelle Vorzahl in den Zähler und den neuen Exponenten in den Nenner. So, wir haben erstmal das erste Paket fertig. Das Vereinfachen können wir gleich im zweiten Schritt angehen. Jetzt nächstes Paket. Wir notieren das Rechenzeichen plus, schreiben wieder unsere Variable hin, also das x, lassen, wie du siehst, ein bisschen Abstand. Und denk dran, wir müssen ja im aktuellen Exponenten plus 1 rechnen. Ja, x ist eine Abkürzung für x hoch 1, also ist die Rechnung 1 plus 1. 1 plus 1 ist 2. Dann wieder ein Bruchstrich davor, aktuelle Vorzahl in den Zähler, also die 4, die neue Hochzahl, also den neuen Exponenten, in den Nenner. Und hinter einer reinen Zahl, da schreibst du einfach nur ein x hin. Das heißt, aus minus 1 wird minus 1x. So, jetzt würde ich im zweiten Schritt tatsächlich diesen Ausdruck nochmal vereinfachen. Du kannst natürlich auch sowas wie 3 durch 3 im Kopf rechnen. Aber gerade wenn ihr dieses Thema beginnt, ist es erstmal wichtig, dass das, was wir da hinschreiben, erst einmal richtig ist. So, also 3 durch 3 ist 1. 1 mal x hoch 3 kann man sogar noch ein bisschen kürzer hinschreiben. Ist einfach nur x hoch 3. Denk dran, Bruchstrich ist eine Geteiltrechnung. 4 durch 2 ist 2, also sind wir jetzt hier bei plus 2x². Ja, und minus 1x kann man tatsächlich noch kürzer hinschreiben, ist einfach nur minus x. Jetzt haben wir quasi diesen Schritt erledigt und wir kommen zum letzten Schritt. Da siehst du f von b minus f von a. Das b ist tendenziell immer deine obere Grenze. Also in dem Fall ist das hier das b und das hier das a. Wir müssen also uns jetzt das b, in dem Fall also die obere Grenze, die 1, schnappen und diese in die Stammfunktion einsetzen. Jedes x wird ersetzt. Danach minus die untere Grenze, also die minus 1 für jedes x einsetzen. Und ich persönlich merke dir diese Regel, weil so steht es ja nun mal dann ganz häufig in irgendwelchen Mathebüchern, sage immer, merke dir bitte diese Regel so, dass hier immer noch eine Klammer kommt. Denn häufig ist es so, wenn du diese Klammer eben nicht setzt, dass da ein Fehler dann ist. Also, wir schnappen uns erst die 1 und setzen sie für jedes x ein. Also hier, hier und hier. Das Ganze sieht dann so aus. Einmal die 1 eingesetzt, da sind wir bei 1 hoch 3. Hier die 1 eingesetzt, da sind wir dann plus 2 mal 1 hoch 2. Da die 1 eingesetzt, dann sind wir bei minus 1. Dann kommt hier dieses Minuszeichen aus der Formel. Und jetzt die gerade markierte
Klammer, die ich dir gerade mitgeteilt habe, also Klammer auf, und jetzt jedes x durch die untere Grenze einsetzen. Und wenn du eine negative Zahl einsetzt, dann weißt du ja, gehört sie immer in Klammern. Das heißt, dieses x wird durch minus 1 in Klammern ersetzt. So, dann weiter abschreiben, plus 2 mal. Dann wieder das nächste x durch in Klammern minus 1 ersetzen. So, dann kommt hier dieses Minuszeichen. Und jetzt wieder dieses x durch minus 1 ersetzen. Also genau so. Und jetzt im letzten Schritt, und ich glaube, das kannst du dir denken, müssen wir diesen Ausdruck einfach nur noch ausrechnen. Und das ist dann auch schon das Ergebnis. 1 hoch 3 ist nämlich 1. 2 mal 1 hoch 2 ist 2. Minus 1 ist immer noch minus 1. Jetzt den Ausdruck in der Klammer. Minus 1 hoch 3 steht ja für minus 1 mal minus 1 mal minus 1. Das ist minus 1. 2 mal in Klammern minus 1 hoch 2. Potenz geht immer vor, falls du das mal im Taschenrechner freien Teil hast. Denk dran, du musst als erst, also diese hoch 2, die wirkt sich nur auf die minus 1 aus, nicht auf die 2. Das heißt, die erste Rechnung ist minus 1 in Klammern hoch 2. Das steht ja für minus 1 mal minus 1, und das ist 1. Die zweite Rechnung ist dann 2 mal 1, also plus 2. Und minus und minus ergibt plus, also plus 1. Ja, noch weiter ausrechnen. 1 plus 2 ist 3, 3 minus 1 ist 2. Und in der Klammer minus 1 plus 2 ist 1, 1 plus 1 ist 2. So, 2 minus 2 ist 0. Und das ist dann auch schon das Ergebnis dieses ersten Integrals. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Hier habe ich mir noch eine kleine Hürde überlegt. Und zwar habe ich jetzt hier einen Bruch reingeschrieben, bei dem die Variable im Nenner ist. Wenn das der Fall ist, rate ich dir immer für die Stammfunktion, diesen Ausdruck zunächst einmal in die Potenzschreibweise umzuführen. Das heißt, dadurch, dass wir noch nicht die Stammfunktion bilden, muss ich immer noch mal das Integralzeichen übernehmen. Untere Grenze ist 1, obere Grenze ist 2. Es gibt eine relativ einfache Regel, die schreibe ich dir mal ganz kurz hier an die Seite, um so etwas in die Potenzschreibweise zu überführen. Potenzschreibweise bedeutet sowas wie Zahl mal x hoch Zahl. Und zwar allgemein ausgedrückt, 1 durch x hoch irgendeine Zahl. Wenn du es umschreiben möchtest, schreibst du deine Variable hin und dann ein anderes Vorzeichen dieses Exponentes, also minus a. Das ist die Regel, die dahinter steckt. Und genau das werden wir jetzt hier auf diesen ersten Teil drauf anwenden. Wir notieren uns also unsere Variable, das x, und aus der 3, hier haben wir eine 3 stehen, wird eine minus 3, also hoch minus 3. So, Potenzschreibweise erreicht. Den Rest, der macht uns ja gar keine Probleme, den können wir also abschreiben. Minus 2x plus 1, ja, und das ist dx, solange wir die Stammfunktion nicht bilden, dahinter. Jetzt kommen wir auch zur Stammfunktion, das heißt, wir machen uns wieder, oder wir notieren uns wieder diese eckigen Klammern, schreiben wieder unsere Grenzen dran, einmal die 2 und einmal die 1. Und auch hier gilt wieder, alles, was durch ein Plus und durch ein Minus getrennt wird, wird einzeln integriert. Also, erstes Paket ist x hoch minus 3. Wir notieren uns also das x und rechnen im Exponenten, das heißt in der aktuellen Hochzahl, plus 1. Ja, minus 3 plus 1, Vorsicht, häufige Fehlerquelle, minus 3 plus 1 ist minus 2. Dann notieren wir davor wieder den Bruch. Die aktuelle Vorzahl kommt in den Zähler. Und wenn dort keine Zahl steht, kannst du dir hier immer eine 1 hindenken. Also 1. Und die neue Hochzahl kommt in den Nenner, also minus 2. Fertig. Jetzt nächstes Paket. Wir notieren uns wieder das x. Rechnen im Exponenten wieder plus 1. Denk dran, x ist immer noch eine Abkürzung für x hoch 1. Die Rechnung ist also 1 plus 1. Das ist 2. Dann wieder Bruchstrich davor, aktuelle Vorzahl durch neue Hochzahl. Und hinter eine Reihenzahl schreiben wir wieder ein x. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns nochmal um die Umformung. Denn erstmal gefällt mir hier dieses x hoch minus 2 nicht sonderlich. Das würde ich mal sagen, machen wir mal ganz kurz hier eine Nebenrechnung. So, x hoch minus 2, die Regel gilt nämlich nicht nur in diese Richtung, also von links nach rechts, sondern auch von rechts nach links. Also, wenn wir jetzt hier von da nach da gehen, siehst du, notieren wir erst einmal 1 durch, darunter dann das x mit einem unterschiedlichen Vorzeichen im Exponenten. Aus der minus 2 wird dann ein hoch 2. Jetzt steht ja davor noch ein Bruch. Also sind wir hier bei, also erstmal Bruch notieren, so. Übrigens spielt es beim Bruch keine Rolle, ob das Minuszeichen im Zähler ist, im Nenner ist oder davor. Ich persönlich mag es lieber, wenn das Minuszeichen komplett davor ist. Und hier ist ja eine Malrechnung. Wir haben gesagt, x hoch minus 2 ist dasselbe wie 1 durch x Quadrat. Also mal 1 durch x Quadrat. Und dann kannst du jetzt hier drauf die Regel Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner anwenden. Erst einmal negativ mal positiv ist insgesamt negativ. Ja, 1 mal 1 für oben ist 1. 2 mal x²
sind 2x². Und das hier steht komplett im Nenner. Also, diese Nummer sieht schon mal so ein bisschen besser aus. Da sind wir nämlich bei minus 1 durch 2x². So, nächstes Paket vereinfachen. 2 geteilt durch 2 ist 1. Hier sind wir also bei minus 1x². Noch kürzer, minus x². Ja, und 1x ist dasselbe einfach nur wie x. So, Grenzen dran. Der Schritt ist jetzt vollständig abgearbeitet. Wir haben erstens unsere Stammfunktion gebildet. Zweitens, wir haben sie noch ein bisschen schöner hingeschrieben. Und jetzt kommen wir auch schon wieder zu der Nummer, wo ich gesagt habe, hier bitte an diese Klammer denken. Obere Grenze für jedes x einsetzen, minus Klammer auf, untere Grenze für jedes x einsetzen. Das heißt, wir schnappen uns erst einmal die 2 und setzen sie hier für das x ein und da. Oben sind wir bei 1, unten sind wir dann bei 2 mal 2 zum Quadrat. Dann setzen wir hier die 2 ein. So, wir setzen hier die 2 ein. Jetzt haben wir überall die 2 eingesetzt. Minus, Klammer auf. Und jetzt jedes x durch die untere Grenze, das heißt durch die 1 ersetzen. Also minus 1 durch wieder. 2 mal 1 zum Quadrat. Minus 1 zum Quadrat plus 1. So, und den Ausdruck, den können wir jetzt ausrechnen. Hier beim Bruch würde ich sagen, erst einmal nur den Nenner. Auch hier gilt wieder, Potenz geht es vor. 2 zum Quadrat ist 4. 2 mal 4 ist 8. Hier sind wir also bei minus 1 Achtel. Jetzt hier minus 2 zum Quadrat, das ist minus 4. Plus 2 nochmal übernehmen, gerne. Jetzt den Ausdruck in der Klammer. 1 zum Quadrat ist 1. 2 mal 1 ist 2. Hier sind wir also bei minus 1 halb. Ja, minus 1 hoch 2 ist minus 1 und plus 1. Jo, jetzt würde ich noch einen Schritt weitergehen. Erst einmal übernehme ich die Achtel. Minus 4 plus 2, sorry, ist minus 2. Und in der Klammer bleibt dann Folgendes übrig. Minus 1 plus 1 hebt sich weg. Minus 1 halb. Und jetzt einmal die Klammer auflösen. Da sind wir bei minus 1 Achtel, minus 2 plus 1 halb. Wenn du das Ganze jetzt erstmal durch den Taschenrechner jagen möchtest, darfst du es. Falls du allerdings keinen Taschenrechner zur Verfügung hast, würde ich das Ganze erst einmal auf denselben Nenner bringen. Und zwar kann ich ja alle Zahlen hiervon auf Achtel bringen. Denk dran, unter einer ganzen Zahl kannst du dir immer Eintel vorstellen oder hinschreiben. Zwei Ganze sind also zwei Eintel. Und jetzt will ich, dass sie alle denselben Nenner haben, denn man darf Brüche nur Plus oder Minus rechnen, wenn genau das der Fall ist. Ja, Achtel sollen überall stehen. Beim ersten habe ich schon die einen Achtel. Dann den zweiten Bruch muss ich erweitern, sodass unten Achtel stehen. Und auch den dritten Bruch muss ich erweitern, sodass unten Achtel stehen. Ja, die Frage ist, womit muss ich eine 1 mal nehmen, um auf 8 zu kommen? Genau, 8. Also muss ich auch den Zähler mal 8 nehmen. So, die zweite Frage ist, womit muss ich eine 2 mal nehmen, um auf 8 zu kommen? Genau, mit einer 4. Also muss ich auch den Zähler mit einer 4 mal nehmen. 1 mal 4 ist 4. Jetzt kann ich beim Ergebnis erstmal die Achtel übernehmen und mich ausschließlich auf die Zahlen in den Zählern konzentrieren. Minus 1 minus 16 ist minus 17. Minus 17 plus 4 ist minus 13 und das ist dann auch schon das Ergebnis. Ja, so gehst du dann halt tatsächlich in der Integralrechnung immer vor. Wie du siehst, erster Schritt, erstmal schauen, ob man irgendwas umschreiben muss. Das ist in der Regel gerade in der Schule der Fall, wenn du Brüche hast, bei denen die Variable im Nenner ist oder wenn du einfache Wurzelfunktionen hast. Kann ich gerne auch, wenn gewünscht, noch ein Beispiel zu machen, schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Dann hast du dir die Nummer umgeschrieben. Das ist, wie gesagt, beim ersten Beispiel hast du es ja gesehen, nicht immer nötig. Dann der zweite Schritt besteht darin, die Stammfunktion zu bilden, diese gegebenenfalls zu vereinfachen und danach die obere Grenze einzusetzen, minus in Klammern die untere Grenze und diesen Ausdruck dann auszurechnen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und du vielleicht sogar das Ganze nochmal niedergeschrieben, ausformuliert sehen möchtest, eine kleine Werbung in einer Sache. Die Integralrechnung wird natürlich auch im Analysis-Skript komplett behandelt, von klein nach groß, mit allen möglichen Videos, die du dir vorstellen kannst. Beispielvideos findest du dort. Du findest dort auch Übungsaufgaben mit Lösungsvideos und mit Lösungen in schriftlicher Form. Ich verpacke dir das Skript auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung oder hier oben, wenn du auf dieses i klickst. Schau es dir gerne an. Ich glaube, das ist erstens der perfekte Begleiter in der Oberstufe oder aber dann nochmal vom Abi. Ja, eine ganz gute Möglichkeit, sich auf das Abitur wirklich gut vorzubereiten. Und das war es jetzt von mir tatsächlich. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.